Das sieht auch ganz lustig aus, wie das Wasser da runterläuft und gefriert. Ja, ich habe heute noch ein bisschen weitergemacht beim Schuppen, bin aber hier hinter den beiden Rollen, dem Hasendraht und der Noppenfolie, da ist es noch frei. Aber ansonsten, halt wird. Und da muss ich mir für unten was einfallen lassen. Also irgendwie mit Brettern auch noch dicht machen und dann mal gucken. Vielleicht lege ich dann unter die Steine noch Hasendraht, befestige das quasi oben bzw. darunter unter den Brettern, die ich dann dran mache. Dann sollte es ja wohl halbwegs mausdicht sein. April ist diesen Monat ein richtiger Drecksmonat. Es ist jetzt das zweite Mal, dass ich bei klarem blauem Himmel hier ankomme und jetzt das hier. Ein Original. Naja, wir räumen heute den Schuppen aus, um da jetzt die Rückwand und den Boden endlich mal fertig zu machen. Wieso? Zieh dir mal die Spinne rein, Alter. Ist die noch da drin oder was? Das Muttertier. Einen Finger daneben halten. Ja, kann was. Janik, mach die mal weg. Ich gehe so lang irgendwo anders hin. So, sieht aus wie auf dem Flohmarkt. Kennt ihr das noch, das von vor Corona? Gut, dass Timo das alles nicht sehen muss. Ja, es ist jetzt gleich 15 Uhr. Wir sind quasi angefangen. Und wir kriegen das sicherlich heute fertig. Ich bin da guter Dinge. Ja, ich habe hier noch eine alte abgenutzte Leiste gefunden, mit ordentlich Schrauben und Nägel drin. Und so einen Rotz kann man natürlich gut für Dinge nehmen, wie so ein Schuppen, wo es hinter den Brettern verschwindet und eh nicht gesehen wird. Ach so, so eine dicke Platte oder was? Ja. Ja. Sind ja auch immer die guten alten Tiere wichtig. Ein Tigerschnegel dürfte das sein. Der darf natürlich leben. Ich wünsche ihm nur das Beste. Setzen wir ihn mal hier so. Weil hier liegt auch immer noch Plastik rum. So, wo? Da darfst du mal hin. So. Falls ihr es nicht wisst, ich denke viele Gärtner wissen es, Schnecken, Nacktschnecken sind ja das Schlimmste für einen Garten. Die fressen ja alles Gemüse weg. Und die Tigerschnegel machen nichts anderes als Schneckenjagen. Das sind reine Fleischfresser. Wir haben uns was ganz Verrücktes überlegt. Wenn wir das heute schon anfangen, dann machen wir es auch richtig. Und zwar ebenerdig. Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen. So mit Wasserwaage und so Platte für Platte. Während Janik hier buddelt, habe ich hier wunderschöne Leisten angebracht, wo dann wieder Bretter vorkommen. Sind nur alte Nägel und sowas drin oder Schrauben. Aber das sieht ja keiner. Hier sieht man noch schicke Gänge von Wühlmaus, Ratte und Co. Ein Traum von einer Rückwand. Ja, jetzt machen wir hier unten noch ein Brett vor, quer. Das machen wir auch mit Querbrettern. Da muss ja nicht schön aussehen. Und ja, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Tja, bei diesem schimmeligen Brett rollen sich wahrscheinlich sogar dem härtesten Recycler die Fußnägel auf. Aber ich werde es trotzdem verwenden. Ich meine, das Moos hat es auch für gut befunden. War auch schon wieder 15 Minuten sonnig. Das wurde uns auch langsam zu viel. Deswegen ist es gut, dass es jetzt wieder losgeht. Ja, sieht doch schön aus. Könnte man eigentlich so lassen. Ja, kann sich doch wieder sehen lassen.
Jetzt ist das ein richtiger Holzschuppen. Wir haben jetzt seitlich darunter nochmal Hasendraht gelegt. In der Hoffnung, dass das Tiere draußen hält und Menschen drin. Ich mache gerade die Löcher mit Estrichbeton zu, mache mir quasi meine eigenen Steine. Ja, und ich glaube, das wird ganz gut so. Macht Ärger. Die wackelt immer noch, als wäre da in der Mitte einfach ein runder Stein drunter und sonst nichts. Okay. Ansonsten bin ich hier jetzt am Aufräumen. Ich habe hier noch eine Gardinenstange angebracht. Ich möchte das hier auf Dauer doch mal ein bisschen blickdicht machen. Ich habe jetzt das zweite Regal hier reingeräumt, weil, das kann ich jetzt auch mal eben zeigen, ich will ja auf Dauer hier noch über der Theke so quasi hier entlang ein Brett ziehen, da befestigen und auch noch dahin so ein Stück. Da sollen dann auch nochmal Regale quasi wie bei so einem richtigen Tresen oben über der Theke und oder über die Theke. Und hier habe ich jetzt das Regal weggenommen, weil ich bekomme einen Kühlschrank. Der wird da in die Ecke passen und dann baue ich mir da drüber aus Holz neue Regale. Passt hier dann sowieso besser rein. Ja, das wird dann natürlich ein bisschen enger hinter dem Tresen, aber das ist ja auch okay. Da wird ja niemand irgendwie tagelang stehen, auch nicht stundenlang. Du gehst halt dahinter, um dir eben was zu trinken zu holen, dann gehst du wieder raus. Das ist ja eher so ein Gag, dieser Tresen. Ist ja letzten Endes kein Pub. Genau, über den Kühlschrank mache ich dann neue Regale. Und ich habe mich halt vorher in so ein paar Gruppen informiert, nochmal, wie das ist. Ich hatte halt Bedenken, weil hier mal 30, 40 Grad im Sommer werden, ob der Kühlschrank dann nicht arbeitet bis zum Explodieren, aber man sagte mir von jährlichen Stromkosten bei gleichen Umständen, Holzlaube unisoliert, ja, 20 Euro im Jahr. Und ich finde, damit kann man leben. Dafür ist das echt Luxus, hier so einen geilen Kühlschrank zu haben. Und jetzt sehe ich hier unten gerade irgendwas, was mir nicht gefällt. Da muss ich gleich nochmal gucken. Sieht von außen nicht viel besser aus. Wie Gummi fühlt sich das an. Ich fürchte, da werde ich was tun müssen, ne? Uiuiui, nicht, dass mir die Hütte wegschimmelt. Da muss ich mal gucken. Okay, seid ihr alle gespannt? Wird man wieder in den Schuppen gehen können? Gucken wir erstmal hier. Jeder Platz ist genutzt. Das sind meine guten Gurken- und Marmeladenschraubgläser für Schrauben. Hinten stehen noch Winkel und was nicht alle, Schnur, die Gießkanne, die Bude. Da ist so Malerzeug, Pinsel und ich weiß gar nicht, Silikonkleber und sowas. Da ist meine Werkzeugkiste. Da unten sind Knopffolie, Drähte, da unten diese was auch immer Behälter, Töpfe. Da sind Folien und diese Grünabfallsäcke. Ja, hier sind die Sägen und alles. Und wenn man jetzt einmal hier guckt, da habe ich den guten Trimmer einfach an so einen Haken gehangen. Den hatte ich noch übrig. Hier habe ich so einen Haken verwendet, um die Feuerschale mal aufzuhängen. Dann liegt die auch nicht im Weg rum, wenn man sie nicht benutzt. Da liegt jetzt eigentlich nur doppeltes Werkzeug und diverse Stangen. Da ist der Rasenmäher, die Schubkarre und den Schlauchwagen habe ich auch hier an so einen Haken gehangen. Da hinten auch an Haken befestigt sind jetzt Spaten und sowas. Da sind meine ganzen, ich weiß nicht, warum ich so viele Hammer habe, kann ich gar nicht erklären.
Da ist noch kleineres Werkzeug. Natürlich die Schubkarre und der Schlauchwagen, die müssen im Grunde genommen jedes Mal raus, wenn man hier die Werkzeuge nehmen will. Aber das finde ich okay. Dann habe ich das Brett einfach da wieder befestigt. Dann ist da meine Arbeitsplatte, wenn ich mal irgendwas machen muss. Also ich bin zufrieden. Ich habe hier jetzt nochmal die ganzen Gläser angeschraubt. Es sieht natürlich total uselig aus und ist jetzt keine aufgeräumte Werkstatt oder sowas. Aber ich finde, das ist eine coole Sache. Und ja, wenn ihr die anderen Videos gesehen habt, kennt ihr ja den Vergleich. Ja, man kann hier jetzt rein, man kann jetzt hier, alles hat seinen Platz. Also ich weiß gerade, wo ich was finde. Und ich versuche jetzt, diesen Zustand zu erhalten. Ja, die Bretter sehen natürlich nicht so schön aus. Die habe ich nur dahinter gemacht, weil noch eine recht große Spalte war. Und so kann ich das komplett ausnutzen. Tada! Heute wird gekerchert. Die Terrasse wird dran glauben müssen. Und dann in neuen Glanz erstrahlen. Statt Blumen zu gießen, werden wir die Blumen auch kerchern. Das reicht dann für ein ganzes Leben. Und ich werde jetzt erstmal ein bisschen was von dem Palettenholz, das ja nicht bearbeitet ist, verbrennen. Ja, ein bisschen Feuerholz für den Sommer ist natürlich eigentlich ganz schön, aber mir ist das hier alles mittlerweile zu viel. Deswegen Zündel, Zündel. Hier wurde jetzt schon mal ordentlich rumgekerchert, hier noch nicht. Das macht schon was aus. Gekerchert, nicht gekerchert. Aha, das wird echt schön. Die Hütte sieht danach aus wie Arsch, aber Hauptsache einen schönen Boden. Der Teich ist auch angelegt. Ja, beste Konstruktion. Das ganze Hochbeet besteht nur oder wurde nur mit Lochband befestigt. Da kann nichts passieren. So, ich habe alles ordentlich durchgewühlt. Ein paar Gräserchen stehen noch, aber das ist ja bei der Wildblumenwiese nicht so schlimm. Hauptsache, die Samen haben genug Platz. Ja, jetzt werde ich die Samen aussehen und danach alles schön festtreten. Also ich will keine Werbung machen, aber es ist natürlich Werbung, wenn ich es mache. Ich wollte einfach nur mal zeigen. Das habe ich halt im Internet gefunden und das ist halt speziell auch für Nordrhein-Westfalen halt eine Mischung. Und ich habe mir gedacht, das passt mit Sicherheit ganz gut. Was ist da alles drin? Na gut, ist eine ellenlange Liste. Zusätzlich habe ich mir nochmal wilde Möhre geholt. Die haben ja so weiße Doldenblüten und das ist einfach für Insekten ein absoluter Traum nochmal. Also klar, für Bienen soll es natürlich sein, für Schmetterlinge, aber das ist speziell nochmal für Käfer. Da sitzen gerne Käfer drauf, schöne bunte. Und das ist einfach was ich auch schön finde. Die wollte ich jetzt zuerst eben am Rand nahe den Brennnesseln aussehen und dann gehe ich über die Wiese mit den anderen Samen.
Mein Gott, ich wurde verarscht. Die haben mir einfach Vogelfutter da reingetan. Ja, jetzt wird das Ganze nicht versiegelt, aber festgetrieben. Habe ich ganz vergessen, das wird mir aushelfen. Einmal nochmal einjährige Sommerblumen, Kornblume. Dann nochmal so eine Wildblumenmischung und Färberdistel. Kommt jetzt auch nochmal alles drauf. Guckt euch mal an, was der Timo hier leistet. Sieht das nicht geil aus? Das noch nicht. Ansonsten bin ich gerade dabei, Paletten zu zersägen weiterhin, damit wir auch die Hochbeete mal fertig kriegen. Der Stapel ist minimal kleiner geworden. Ich bin aber froh, dass ich so viel Holz daraus kriege. Also ich versuche jetzt wirklich noch ein bisschen effizienter das Holz zu gewinnen und nicht so viel wegzuschmeißen. Was heißt wegschmeißen? Es ist ja dann letzten Endes Feuerholz. Aber so viel Feuerholz will ich auch gar nicht haben. Achso, ich habe die Samen ausgestreut. Und da direkt Vögel angekrochen kamen oder angeflogen, habe ich ein Netz drüber gemacht. Wahrscheinlich sind die auch wegen den Würmern gekommen, aber mir war da trotzdem zu gefährlich. Nicht, dass die mir die ganze Wildsaat jetzt wegpicken. Könnt ihr mir mal sagen, ob ich da übertreibe oder ob das schon ganz sinnvoll ist. Ich meine, das Netz habe ich ja sowieso da gehabt. Das habe ich eigentlich jetzt für Obststräucher und Bäume und sowas. Mal gucken, wie ich sonst noch nutze auf Dauer. Aber es wird ja danach nicht entsorgt, sondern weiterverwendet. So, die Bretter sind jetzt auch alle entnagelt. Das war eine richtige Scheißarbeit mit Hammer draufhauen von der Rückseite und dann mit der Klammer rausziehen, mit der Zange. Immer wieder haben die sich verbogen, da musste man wieder gerade biegen. Aber jetzt habe ich gutes Holz für die Hochbeetumrandung.